Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Hier ist der Kai Hawaii heute mal in etwas geänderter Positionierung in der Kommentatorenkabine. Nämlich bin ich jetzt der Hauptstreamer geworden. Und ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen an diesem doch eigentlich wunderschönen Tag, auch wenn das Wetter heute ein bisschen wechselrisch war, zumindest bei uns. Und da schreibt auch schon der erste: Moin Stingy, Kai-Uwe, was geht? Max, Bakura, moin, moin. Ja, heute sind wir hier in Belgien, Spa. Geiler Kurs, wie ich finde. Schade, dass ich dieses Jahr krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte. Ja, die Fahrer sind jetzt auch wahrscheinlich schon in ihrem Cockpit und nehmen dort Platz. Und ja, übergreifend muss ich euch sagen, mein neuer Co-Streamer hier in der D-Serie wird mein kleines Brüderchen, nämlich der Meister Proper, alias sein richtiger Name ist Falk. Und ja, herzlich willkommen. Ja, das wird heute sein erster Stream sein. Ja, Rico, krankheitsbedingt. Du hast das Räuspern doch gehört, denke ich. Ja, und da sind wir auch schon. Und ja, es sieht zugezogen aus, aber noch trocken. Wenn wir hier einen Wetterfrosch haben, wäre das cool, wenn er dazu nochmal was sagen könnte. Das würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Ja. Genau, die Eierkopf-Kommentatoren, die sind es. Noch alle in der Box hier, mal gucken. Ich denke mal, die sind alle noch am Wetter gucken. Sieht nämlich so aus, als wenn wir heute ein bisschen wechselnde Bedingungen haben könnten. Ja, gleich zum Einstand, Falk. Sag doch mal was hier zu der D-Serie und der Tabellensituation. Bitte. Warte mal ganz kurz, du bist noch gar nicht zu hören, Falki. Drück mal einmal lange deine PlayStation-Taste. Du musst das Stumm einmal wegmachen. Da ist irgendwo, warte mal ganz kurz, jetzt sieht man kurz nicht, sorry. Alle Mikrofone stumm schalten, oben bei Ton und Geräte. Ist das an bei dir oder aus? Okay. Spiel, Sprachchat, stumm schalten. Ist es an? Uff. Ja. Man hört den Ko nicht. Eieiei. Dann versuchen wir das Problem einmal ganz kurz zu fixen. Der Eiche hier auf jeden Fall. Der Stadler nicht. Also der erste, der hier auf die Hotlap geht. Wahrscheinlich gefolgt von Hellblau Schuft. Ne, von Ryan O'Connor. Wir probieren das Problem einmal kurz zu lösen, ja? Einstellung für Audioaufzeichnung. Falls hier einer von euch im Chat uns da mal ganz kurz weiterhelfen könnte, wie kriegen wir das dann angestellt, dass Falk zu hören ist? Tipps oder eine kleine Anleitung könnt ihr ja mal kurz in den Chat schreiben, das wäre ganz lieb, weil dann brauche ich euch hier den Stream nicht wegnehmen. So, der Stadler währenddessen hat auf jeden Fall eine Hotlap. Harte Stimme teilen, sagt Danny. Falke, kannst mal gucken. Wahrscheinlich in die Party mal rein und dann da irgendwo Party-Stimme teilen. Ach so, in der Party Stimme teilen. Sorry, Stili, habe ich überlesen. Ich? Hallo, hallo, das ist ein Test. So, Test, Test. das ist ein Eierkopf-Kommandotest. Hört man jetzt den kleinen Butschi? Hey.
Jetzt. Voll leise. Stell mal den Mikrofonpegel nochmal bitte einmal hoch. Und dann. Na klar. Wiederholen wir das ganze Spiel hier nochmal. So, was lange wird, wird endlich gut. Und Stadler hat hier auf jeden Fall einen Cut drin, wie ich sehe. Also gehen wir mal zum Benny. Test, Test. Jetzt besser. Alle Deluxe. Was sagt der Chat? Ja, müsste lauter sein, wenn du ein paar Balken gemacht hast. So, weiß ich für Leute Aufregung gar nicht, auf wen ich hier raufgehen soll. Also, die erste Zeit hier gesetzt von Rhino Corner, eine 1:44.961. Für den Start. Erstmal okay. So, Hellblau Schuft, sein Teammate ihm dicht gefolgt. Davor auf jeden Fall der RRL Benny. Ja, die Zeit wird's leider nicht. Stili schreibt. Spielsound ein bisschen leiser, der Frage, Leute. Spielsound und General Lachs. Hier schon grau gemarkert. Genau, der hellblau Schuft sitzt dahinter. Die 1:46 fast komplett glatt. Und jetzt purzeln hier die Zeiten. Junge, Junge, Junge. Gehen wir mal auf den Fresh Player. Der hat gecuttet. So. Schachi. Jetzt sollte man mich davor besser. Chillfil, der hier auch leider einen Cut an den Tag gelegt hat. Ja, ich denke, jetzt sollte das passen. Ansonsten gerne Beschwerden in den Chat schreiben. Und da fliegen auch schon die ersten 100 Bits. Danke, Max Lachsen. Moin, moin, Olli. Was geht, was geht? Und der Schachi hier mit einer 1:47.5 setzt sich damit erstmal auf die fünfte Position. Ich bin mir sicher, da geht auf jeden Fall noch was. So. Jalin ist kurz im Start und Ziel. Ja, ja. Und hat eine. Oh. Oha. 1:45.4. Ja, das reicht jetzt mal für die 2. Jalin ja hier auch so ein bisschen neu in der Liga. Ich glaube noch unter einem Monat dabei, beziehungsweise knapp einen Monat, aber hat hier eine bombengute Rennen bis jetzt gemacht. So. Und scheint das hier auch Spaß zu machen bei uns. Ja, dann schalten wir mal gleich zum Chillfil und dann noch die Miss Million nachher. Wir brauchen nämlich auch noch Zeiten. Und ich denke, das wird auch der Kampf um die Pole werden. Entweder macht's der Danny, der Miss Million, oder dieser Phil. Wir bin ja heute leider nicht dabei. Und Max Lachsen, danke dir, danke dir, danke dir. Warum bist du jetzt traurig? Spielsound leiser, wie mache ich denn den. Fragen, Fragen über Fragen. Ja. Eieieiei. So, hallo, hallo, hallo. Ist das jetzt besser? Ist jetzt hier die. Wir gehen mal extra hier in die Kajüte rein. Und Kiste aufs Johannes. Besser, besser. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Auto fährt. Brumm, brumm. Hört man mich? Brumm, brumm. Nee, leise. Ja, ach man. So, schalten wir mal in der Zwischenzeit auf den Alex, den Lux, der gecuttet hat. So, dieser Phil. Ich glaube, du musst den Audiomix ein bisschen umstellen. Den Audiomix? Da kann man ja dann nicht zu Party gehörende Audio und Party Audio auswählen. So, wo Party? Audiomix meinst du anpassen? Da kann ich nichts anpassen. Das ist schon auf Party Audio. Also, ja, dieser Phil jetzt hier, die letzte Schikane. Das sieht nach einer sehr guten Zeit aus.
das wird auf jeden Fall die vorübergehende Pole mit einer 1,44,4. Stark, Phil. Sauber. Und wir gehen gleich auch drauf auf Miss Million, weil ich denke, der wird derjenige sein, der jetzt hier am meisten strittig machen wird. So, Audiomix in der Party, jetzt aber, oder? Yeah, MK. Vielen, vielen Dank. Ach, sei nicht traurig, ein Bitzeichen. Scheißegal, wie die Dinger aussehen. Die Hauptsache ist, dass Obi seine Taschen gefüllt werden. Ding, 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 ding. Aber vielen, 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 vielen Dank. Ich muss mich auch erstmal jetzt so, wo ich Hauptstreamer bin, damit befassen, was das alles so für Symbole sind und warum da so viele sind und dann manchmal doch nicht. Ja, bitte seht mir das nach. Ich bin da nicht so der, der das sofort weiß und auch so viel Streams gerade guckt. Ne? Greg Van Hunter ist auf jeden Fall jetzt in der letzten Schikane. Der Greg Van Hunter. Und fährt mal eine... 1,47,1. Puh, nicht so gut. Miss Million kommt hier auf Start und Ziel. Geht in die letzte Schikane. Hat er auch den lila Mittelsektor? Ne. Da hat er auf jeden Fall irgendwo die Zeit doch etwas liegen lassen. Und so kommt hier nur in Anführungsstrichen eine 1,45,8 zustande. Ich denke, da wird auch nochmal eine ordentliche Schippe draufzulegen sein. Und ja. Stadler hat gecuttet. Man kennt ihn. Dieser Phil wird jetzt in die Box fahren, denke ich. Ja. So, wen haben wir denn da auf der Strecke? Der hellblaue Schuft müsste da unterwegs sein. Oder nein, das wird die Outlap. Aber der Jalin. Ne, der ist auch auf einer Outlap. Ja, Greg Van Hunter hier muss da jetzt auch eine Zeit aufs Tableau bringen. Die Rundenzeiten sind nicht umsonst bei 1,44. Da dauert das mit den In- und Outlaps auch immer noch mal einen Ticken länger. Also ein bisschen. Ich sag mal so, wenn er da jetzt keine Zeit aufs Tableau bringt, dann wird das hier so ein Versuchsnummer. Und ja, da kann dann auch mal ganz schnell alles bei rauskommen. Aber lassen wir uns überreichen. So weit sind wir ja noch gar nicht. Der Alex Deluxe fährt die Start und Ziel. Oh, Greg Van Hunter. Hat aber Glück. Aber er macht erstmal eine 1,46,2,2,3. Reicht erstmal für die Lieblingszahl. Die 11. Ja, Alex 91 hier mit einer 1,45,8 hat sich ganz schön heimlich auf die 8 gesetzt. Ich denke, da wird auch noch etwas gehen. So. Dann, was macht der gute Rogerio? Der ist auf einer Outlap. Ryan O'Connor, halbblauer Schuft, alles unrelevant. Also, unrelevant, weil das keine gezeiteten Runden werden. Hellblau Shift hier raus. Okay. Sich hier bei der Arschlochkurve verabschiedet. Wird er wahrscheinlich links in die Wand gescheppert sein. Und ja. Da sind die Überlebenschancen dann auch nicht so hoch für so einen Vorderreifen. Und der steht hier noch mitten auf der Strecke. Eieieiei. Fibinho. Was geht? Ja, aber Falk, jetzt, wo wir dich ja alle hören so und die Crunchtime gleich erst in der Minute kommt, kannst du ja nochmal was zu der Tabellensituation sagen. Die ist ja vorhin leider etwas untergegangen, beziehungsweise war gar nicht zu hören. Ja, auch ganz entspannt. Immer locker durch die Hose atmen, Junge. Ich bin gerade noch ein bisschen am Rumexperimentieren hier, weil ich sehe oben keine Zeiten stehen bei den Leuten. Das ist ein bisschen komisch. Viereck-Zuschauermenü. Dann Detailbeste, Telemetrie aktiviert, Rundendaten aktiviert, Streckenkarte, komplette Karte. Und Abstand oben schnellste Rennrunde. Genau. Und mit der 1 kannst du zwei Kameraansichten hin und her switchen. You know? Verstehe. Hast du Jung? So, Chilfel hier. Der hier hart durch die Orange knallt. Was aber auch sein muss.
Kommen wir noch mal kurz zur aktuellen Tabellensituation. Vimeo ist noch auf der 1 mit 254 Punkten, knapp gefolgt von Mrs. Million mit 246 Punkten. Dahinter der Stadler auf der 3 mit ganzen 227 Punkten. Und auf der 4 haben wir dieser Phil mit 183 Punkten, wo ein etwas größerer Abstand zur 3 ist. Gefolgt vom Rogerio, der mit 182 Punkten ein Punkt hinter dieser Phil liegt. Also ich weiß nicht, ob ihr es gerade auch gesehen habt. Da war auf jeden Fall noch ein Vorderreifen in Form von der Textur auf der Strecke zu sehen, aber nur der Vorderreifen. Auch gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und was sagt die KWM? Da kannst du dich heute auch nochmal auf den nötigsten Stand bringen. Das machen wir doch. Auf der 1 haben wir Williams mit den ganzen 439 Punkten, dicht gefolgt aber von Ferrari mit 436 Punkten. Dazwischen schon ein etwas größerer Abstand mit Red Bull auf der 3 mit 322 Punkten. Und Schilfel 1,46,9 reicht erstmal für die Position 13. So. Gleich ist auf jeden Fall Crunch-Time. Aber sowas von. Balu hier nach Sektor 2 mit 3,5 Zehntel Verbesserung im Gepäck. Würde ihn aktuell auf jeden Fall ein gutes Stück nach vorne spülen. Nämlich auf jeden Fall Nähe der Top 5. Jetzt heißt es nur noch in die letzte Schikane mitnehmen. Und er fährt in die Box. Okay. Oh, ja. Ja. Warum nicht, ne? Was haben wir denn hier so im Repertoire? Was macht denn der Benny? Eieieiei. Das war keine gute Runde. Oder war das die Outlap? Ja, wenn die auf den letzten Metern sind, auf Outlap-Ende, sag ich mal, wird das meistens immer schon angezeigt. Ah. Uiuiuiuiuiui, Benny scheitert an einer Kurve und nimmt eine gute Abkürzung, damit die Runde gecuttet. Dabei hatte er gerade in Sektor 1 eine Verbesserung von 0,4 Sekunden. So, Stadler, Junge. Da geht auf jeden Fall nach vorne noch was. Nichts anderes erwarte ich von dem. Auch dieser Phil hier auf einer schnellen Runde, da werden wir dann erstmal hingehen. Oder? Ne, der geht jetzt erst auf die schnelle Runde, ja. Da können wir auch gespannt sein. Kann er sich hier verteidigen gegen Danny? Hat er genug trainiert? Heimlich natürlich, ne? So, und jetzt kommt hier auch der Jalin, ich weiß nicht, ne. Polizei. Die gehen jetzt alle auf eine Hotlap. Greg Van Hunter minus 0,5 Sekunden im dritten, zweiten Sektor. Greg Van Hunter. Dieser Phil hat aber anscheinend sehr wenig, sehr wenig Sprit dabei. Geht hier auf den Innenkorb. Sehr gefährliche Kiste. Ja, verpasst hier den Apex leicht. Merkt man da seine Aufregung? Mrs. Million nach Sektor 1, 0,075 Sekunden Verbesserung. Ui! Und da schleudert sie weg an der Arschlochkurve. Eieieiei. Da werden wir auf jeden Fall die ein oder andere Abfliegung heute noch sehen, denke ich. Wie bitte? Also,
Phil wird wahrscheinlich auf der 1 bleiben, wenn jetzt keine Überraschung mehr kommt, weil Mrs. Million hat seine Hotlap gecuttet. Ja, okay, okay. Damit kann nur noch Yalin jetzt für die dicke Überraschung sorgen. Aber der hat eine halbe Sekunde Verschlechterung. Die Polizei findet hier knapp eine halbe Sekunde, bevor sie hier in den dritten Sektor geht. So, Polizei. Bring es ins Ziel und du springst ordentlich nach vorne noch. Oh, springt auf die 6. 187, Junge. So, und damit haben wir nur noch den Eichi26, der hier auf jeden Fall gecuttet hat. Oder der Benny, der hier auch gecuttet hat. Mrs. Million hätte sich, glaube ich, auch die Pole geholt, wenn er nicht gecuttet hätte. Ja, aber ja. Auch da muss man sagen, es nützt einem nichts, wenn man ein sauschneller Fahrer ist und es einfach an der Konstanz fehlt. Das sind mehrere Faktoren. Mehrere, ja, wie sagt man so schön, der Skillbaum muss ausgefüllt sein an der einen oder anderen Stelle, ausbalanciert. Genau, hätte, Fahrradkette. Falk hat letzte Woche in der 50% C auch im ersten Sektor Purple geknallt, im zweiten Sektor Purple geknallt, im dritten dreht er die Kiste weg so. Und ja. Die vorübergehende Pole war es dann doch nicht. Also hätte. Fahrradkette. Aber trotzdem stark, Danny. Also P2 sollte man nicht traurig drüber sein. Allgemein Racing Williams hier mit einem saustarken Quali. Da ruft alles Richtung KWM. Ja, und damit haben wir es hier auf jeden Fall für gleich. Dieser Phil startet heute von der Pole. Glückwunsch dazu. Freut mich sehr für dich. Von der 2, die Miss Million, denn der Ryan O'Connor. Von der 4, Yalin. Steidler von der 5, Polizei von der 6, von der 7, der Greg van Hunter. Rogerio von der 8, der Schweizer. Von der 9, der Schachi. 10, Eichi. Alex 91. Von der 11, von der 12, Hellblau, Schuft. Balu von der 13, Schilfe von der 14, von der 15, Benny von der 16, Freshplay, Alex Deluxe von der 17 und Generalax TV von der 18. Huh. Jetzt wird's schnell. Alles klar. Eminem kann einpacken. Nein, Quatsch. Deutscher Eminem auf Fisch bestellt. Du hast Bock? Auf was denn? Auf Brühe? Ich finde es auch cool, dass hier einfach nebenbei so eine Abstimmung läuft, ohne dass das machen muss. Aber das wäre cool, wenn ihr mir da vielleicht auch nochmal so eine kleine Einweisung gebt, wie man das so zu machen hat. Ich würde das auf jeden Fall ungern auf mir sitzen lassen, jetzt hier der Hauptstreamer zu sein und das nicht so zu können. Und auch OBS werde ich mich damit beschäftigen, dass ich im nächsten Rennen hier auch ein paar Einblendungen mal machen kann, etc., pp., Tabelle, dies, das. Damit ich hier mit feinster Unterhaltung. Ah, okay, da muss ich Moderator sein. Ja. Ich will euch ja auch nur mit feinster Unterhaltung dienen. Und Wetterfrosch, bitte einmal hier in den Chat schreiben. Ja. Ich nehme auch eine Brühe. Ja. Gerne. Aber es sieht hier erstmal sonnig aus. Nicht unbedingt nach Regen. Aber wir wissen ja alle, das kann sich hier in Europa, gerade hier in Belgien, immer ganz schnell drehen. Ja, ich werde noch einmal ganz kurz schauen, wann es denn hier losgeht. Start ist 28, das sind noch 4 Minuten. Ich werde mich nochmal kurz muten, nochmal die Chance zu ergreifen, kurz was zu trinken zu holen. Und ja, dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich.
So, die Glocken läuten. Willkommen zurück. Der Countdown läuft. Ich finde es auch schön anzusehen, wie die Mechaniker alle ineinander gebackt dort stehen und die Arme breit halten. Ineinander stehend. Miteinander verschmolzen. Sie sind ein Riesenmechaniker. Ein Riesenmechaniker-Golem. So. Einführungsrunde läuft. Gleich mal die Positionsänderungen anmachen. Ja, Ryan O'Connor hier von der 3. Für mich eine kleine Überraschung, sag ich mal. Auch Polizei, der ja auch nicht oft dabei ist, aber wenn er dabei ist, haut er mal ganz gerne einen raus. Startet hier von der 6. Mal gucken, was da so geht. Kleine Enttäuschung vielleicht der Alex 91. Rogerio wäre, glaube ich, auch noch ein bisschen was mehr gegangen. Ich sehe gerade auch, wir haben 3 Leute, die auf Soft starten. Und das ist einmal der Chillfill, der Alex Deluxe und Generale. Und sonst starten alle auf Mediums. Nee, Eichi auf Hard. Ja. Aber ist hier auf der Strecke natürlich auch ein hartes Unterfangen mit den harten Rädern. Da muss man auch erstmal dranbleiben. Die Pace mitgehen können. Ja, wie waren deine Erfahrungen hier in der 50% C? Erzähl mal. Eigentlich war es gar nicht mal so schlecht, nur als es dann angefangen hat zu regnen im Rennen oder beziehungsweise das ganze Rennen dann doch geregnet hat, hat es mich doch schon ziemlich rausgebracht und ich konnte nicht die Pace fahren, die ich eigentlich wollte. Aber an sich Spaß gemacht. Ich würde dich ja auch fragen, aber... Ja, ich hatte Husten. Konnte nicht fahren. Ja. Und ich habe mir auf den kleinen Zeh gestoßen. Nein. Da brauche ich ja nicht groß rum erzählen. Ich glaube, jeder... Ja, wir bin ja nicht gut. Also einjähriges RL-Jubiläumsrennen hätte ich ja auf jeden Fall gefahren. Schweinerei hier. Nee, aber ich denke mal, hat ja jeder mitbekommen, so. Warum ich nicht mitfahren konnte. Und jetzt gucken wir hier, was der Phil hier macht oder nicht macht. Trifft er die Parklücke? Yep. Auch Miss Million. Ryan O'Connor. Ja, Stadler hat es zum Beispiel schon mal nicht geschafft. Bisschen zu weit gefahren hier. Auch so Fresh Player wurde disqualifiziert hier. Oh, die Polizei stellt sich hier schon direkt nach links antwortend an. So, du schaltest mal ins Mittelfeld, ich schalte nach vorne. Geile Ansicht, man kennt den Lachs. Und es geht los. Ryan O'Connor hier mit einem nicht so guten Start, aber... Bleibt hier auf der 3. Eieiei, da sitzt fast die Polizei. Hinten? Okay. Aber nichts passiert. Oh, der Eichi schnappt sich hier gleich 2 Positionen. Alex, keinen guten Start gehabt. Auf die 12. Oh! Und der Phil drückt hier direkt auf die Tube. Chill, Phil und hellblauer Schuft streiten sich auf jeden Fall gut. Stadler verliert die Position hier gegen Jarlin. Oha, der hellblaue Schuft. Die lassen sich nicht wirklich Platz dahin. Upsi. Das ist ja nicht so gut. So, und ich weiß nicht, was mit Baloo passiert ist, aber der muss es scheinbar auch gedreht haben. Moin, Duda. Ja. Manchmal ist es mal ganz gut, eine Pause zu haben, mal nicht zu fahren, so. Was? Okay. Irgendwie hatten wir hier gerade eine Anzeige, die völlig gesponnen hat.
Also mir hat meine Pause zum Beispiel sehr gut getan. Kam ich mit ganz neuer Energie und ganz neuer Motivation wieder zurück. Währenddessen Definitiv. betteln sich hier dieser Phil und Miss Million. Und auch der Eichi mit seinen Haarreifen. Ah, Ah, hat den sich dreht in der weggedreht. Arschlochkurve und auch Oh, General und Lachs schießt da General raus. Lack. Huiuiuiui. Junge, ich Die glaube, du gute. musst die Oma mal wieder ins Bett bringen, dann läuft das auch wieder mit P1 und so. Ja. Manche Leute wissen es vielleicht noch, was da in Miami passiert ist. Da ging der Sieg auf jeden Fall auf Omis Konto. Ja, The Fresh Player hier auf jeden Fall mit 6 Positionsveränderungen, gefolgt von Alex Deluxe, der hat sich 5 Positionen geholt und der große Verlierer ist hier Aichi. Und auch, ja, der RL Benny mit 3 Positionen. Aber wir schalten mal nach vorne, weil der Miss Million, Danny, der klebt hier schon in Phil seinen Diffuser fast. Trifft hier auch die Kurve ein bisschen besser. Ja, ich bin gespannt, wie lange der Phil sich hier vorne verteidigen kann. Gegen denn doch einen Danny, aka Miss Million, der sich hier von Woche zu Woche immer weiter steigert. Mal gucken, wo er aufhört. Und Alex 91 hier schon nach 2 Runden mit der ersten 3 Sekunden Strafe. Da vielleicht noch mal ein bisschen an der Konzentrationsschraube drehen. An der einen oder anderen Stelle. Rogerio klebt aber auch hier dem Schachi gut am Und Heck. wir haben Gelb. Das sieht aus wie der Benny. Ja. Kann froh sein, dass er hier auf jeden Fall noch fahren kann. Und auch in Sektor 3 sieht mir aus wie ein Alex 91. Ja. Aber ich bleibe hier vorne mal drauf. Oh, Phil hier mit einem deutlich besseren Exit aus der letzten Kurve auf Start und Ziel. Moin, Techdin. Was geht? Ja, DRS ist, glaube ich, aktiviert. Sollte. Boah, ja, und Daddy kommt hier sehr gut durch. Ich denke, da wird auch schon der erste Angriff kommen. Aber Junge, 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 warum? Puff. Also da an der Stelle sich links über die halbe Wiese zum Überholen vorbeizudrücken, weiß ich nicht. Also wir fahren ja auch nicht in Monaco oder sowas, wo die Straße nur 3 Meter breit ist. Hashtag Ticket. Ausrufezeichen. Ja, aber man sieht hier schon ganz klar so, der ist hier gleich schon 1,2 Sekunden voraus. Da wird auch gleich geschrieben, dem hätte ich gezeigt, dass das nicht geht, dass es da nicht geht. Ja. Ja, und dennoch als Teamkollege hast du recht. Ja. Ui! Oh Und je. Miss Million 5 Sekunden schwere Kollision mit dieser Phil. Also, ich habe Ohne einmal das kurz in jetzt den böse Chat zu geguckt, meinen. ich habe es nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ohne das böse zu meinen. Und er dreht sich wieder weg. Das war vielleicht eine kleine Karma-Schelle. Oha, Greg Van Hunter hat sich in der Arschlochkurve weggedreht, hat keinen Flügel mehr. Uiuiui, jetzt überschlagen sich die Ereignisse hier. Oh Miss Million. je. Eieiei. Ja, Sieht das so ist die aus. beste Werbung dafür, wie Und er Teamplay dreht nicht sich funktioniert. nochmal. Yippie. Und jetzt muss. Oh, steht er da? Ist er jetzt aufgesessen? Nee. Oh, Oh! das war ganz Ei, knapp. da flog ein Stück. Da flog noch ein Stück! Da hat er zwei Fahrern jetzt den Frontflügel geraubt. Uff. Oh je, meine, das gibt ein Ticket. Weil er ein Stück nach vorne gesetzt ist, es war voll zu sehen, ohne böse Absicht unterstellen zu wollen, aber das sah schon, weiß ich nicht, ob man da hätte diesen Meter nach vorne machen müssen können, wie auch immer. Ui! Und jetzt Danny, haut sie jetzt ist es komplett. Zeit runterzukommen. Puls wieder runterkriegen, viel atmen, konzentrieren und weiterfahren. Und wir haben Safety Car. Wahrscheinlich jetzt ausgelöst durch seine
weiß ich nicht, Pirouette, die er da dreht. Ich kotze gleich vor Lachen. Ja, dann hol dir am besten einen Eimer, Rico. Auf dem Teppich, weiß ich nicht. Das ist ja bestimmt ein schöner Feldteppich. Schmiddi, Junge, du alte Rakete. Miss Million war noch in Runde 3. Ach, du meinst wegen Safety-Kavette? Ah, da habe ich jetzt nicht mitgemacht. Uff. Ja, aber sitzt hier gleich die 5 Sekunden ab. Oh, und währenddessen... Was? Hä? Warum ist dieser Phil... nur noch auf P11? Ach, der hat sich schon die Hartreifen geholt. Der war in der Boxen hat sich die Harten geholt. Ja, Ryan O'Connor jetzt hier der neue Leader dieses Rennens in Belgien. Dicht gefolgt von Jarlin, dem Stadler. Benny mit der Durchfahrtsstrafe. Rasen während der Safety-Car-Phase. Oh, Jemine. Und Polizei auch. Teller. Moin, moin, Meister. Fibinho schmeißt sich weg. Aber nicht zu weit weg, ne? Mhm. Dass man dich nachher nicht wiederfindet. Von Session Disqual... Hä? Zu viele Durchfahrtsstrafen? Okay. Weiß ich nicht. Was denn nun passiert? Das... Benny Scheck nicht, dass er langsam machen muss, hatte 4 Durchfahrtsstrafen. Uff. Weiß ich nicht. Das muss doch nicht sein, Jungs. Sie sammelt ja Durchfahrtsstrafen wie Pokémon-Karten. Uff. Schade. War jetzt nicht so gut. Ja, und somit ist das ganze Feld einmal richtig schön durchgewürfelt. Durchgeschüttelt. Vorne haben wir nur grüne Zahlen in den Top 10. Und in der zweiten Hälfte der Tabelle nur rote Zahlen. Heißt, wir werden doch bestimmt noch die ein oder anderen Zweikämpfe sehen, weil die schnellen Fahrer, die da jetzt hinten gelandet sind, das bestimmt nicht so auf sich sitzen lassen wollen jetzt hier, bis Runde 44. Hetz mich nicht. Doch, lass dich hetzen. Den halt auch noch fast, ja. Hunderttausend Punkte gehen an Bakura und 6 andere, okay? Safety Car kam. Dritte sogar. Ja. Miss Million hat das getriggert in Runde 3. Auf den letzten paar Metern. Ja, Miss Million war nicht nur streng genommen, Miss Million war Runde 3. Letzter Sektor. Was für Wucher. Na, nur weil du spielsüchtig bist, Finny. Mensch, was soll denn das? Alles bitter. Das weiß ich nicht. Eigentlich kriege ich dafür gar nichts hier. Na. Und Kai auch nicht. Wir bekleiden hier ein Ehrenamt. Richtig. Und nicht heute das erste Mal, ja. Ja. Und wie ist dein erstes Mal bis jetzt? Oh, wundervoll. Vor allem mit dir. Oh Gott. Ja, alles klar. Gehen wir mal hier lieber auf die Strecke zurück, anstatt hier so komische Konversationen zu führen. Fresh Player und Alex Deluxe hier mit 10 Positionsverbesserungen. Auf jeden Fall gerade die absoluten Gewinner. Und wie kann es... Warte, was ist hier schon wieder los? Okay, Alex dreht sich im Safety Car. Uff, du kriegst die Tür nicht zu. Ach nee, was soll das denn? Nee, jetzt muss er. Ja, das mit dem absichtlich oder nicht absichtlich. Müssen an der Stelle andere Leute klären. Ob das so nötig ist, keine Ahnung. Ob er viel Spielspaß hatte. Weiß ich auch nicht so genau. Aber wir gehen hier mal stichprobenartig durchs Feld, um zu gucken, ob sich die Fahrer denn an unseren neuen Reglementänderungen
halten und 5 Sekunden Strafe wegen schwerer Kille. So, ach Mensch, ich verstehe sowas nicht. Ihr habt eine Mission und die ist so eingereiht in einer halben Kette durch die Gegend zu fahren und niemand anders zu berühren im Safety Car. Naja, aber ansonsten sieht das doch alles ganz gut aus. Ja. Ich weiß nicht, da warst du ja schon da, ne? Der hat sich auf jeden Fall viermal direkt hintereinander weggespinnt. Also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Miss Million hier mit super heißen Reifen. Einen nicht zu kontrollierenden Heck, was ihm ein paar Mal rumgekommen ist. Ja, dann ging er einmal ein bisschen weiter. Kann er froh sein, dass er nicht ausgeschieden ist. Und ja, jetzt haben wir einen Safety Car. Hoffentlich kommt es ja noch langsam mal rein. Ich denke, das wird jetzt reinkommen, das Safety Car. Sind alle geordnet. Ich denke mal, in den nächsten zwei Kurven wird die Nachricht kommen. Weil da muss es ja auch noch kurz verpieseln. Ja. Safety Car, yeah. Oh, ich behalte mein Auge so ein bisschen im Mittelfeld. Wirf dein Auge mal in die Mitte. Okay, warte. Das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft sein. Ja, du weißt ja, wie ich das meine, so Papo. So. Ryan O'Connor jetzt hier kurz vor der letzten Schikane. Ist hier sehr langsam und gibt jetzt Gas. Oh. Aber Jardin hat aufgepasst, auf jeden Fall. Kann sich hier Polizei noch halbwegs. Polizei was? Wird, glaube ich, berührt. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt, leider. Polizei hat den berührt. Und fährt auch in die Box direkt rein. Hat jetzt 2 5-Sekunden Strafen bekommen innerhalb von einem Sektor im Safety Car. Eieieiei. Ja. Dieser Phil bleibt auf jeden Fall. Und Miss Millen, der baggert hier direkt an. Schilfel rum. Drückt sich hier auch vorbei. Wir gehen zusammen in die Eau Rouge. Und da ist Schilfel abgeflogen. Ja. Ei. Da hat sich Schilfel, glaube ich, links nochmal in die Lücke reingedrückt. Wollte da unbedingt sich vorbeischieben. Oha, oha. Dieser Film mit einem schönen Überholmanöver von Ballon, Tabler und Stift. Von Hand, der profitiert hier fast davon, dass Eichi und General XTV sich nicht ganz einig sind. Aber ja. Kann jetzt hier nicht durch. Was hast du gerade gesagt? Sorry. Dieser Phil mit einem wunderschönen Überholmanöver an Baloo und hellblauen Schiff vorbei. Ja, da können wir direkt mal drauf gehen. Der wird eine Menge Frust in sich haben jetzt. Million on fire, ja. Ja. Innerhalb dieser wenigen Runden auf jeden Fall, ja, doch. Miss Million ist auf jeden Fall der Name der ersten 7 Runden hier. Ja, und Alex Deluxe wurde hier auch schon gleich direkt geerdet. Oh, dieser Phil schon wieder an der Arschlochkurve. Ach Mensch. Ach, Philly. Was machst du denn? Jung. Schilfel hier auch ohne Nase unterwegs. Uiuiui, hier passieren viele Sachen. Polizei, 3 Sekunden, eieiei. So, wie wir am Anfang auch gelobt haben, so bricht das Kartenhaus jetzt auch irgendwie ein bisschen ein. Mrs. Million ganz knapp dem Eich hier ausgewichen. Fast hinten reingefahren vor der Schikane. Uff, und wir gehen mal ins Mittelfeld. Ich sehe gerade, wir haben da einen richtig engen Zug. Zusammen mit Miss Million, der hier von Greg Van Hunter in die Mitte überholt wird. Wird hier nach außen gedrückt, aber kann sich trotzdem den besseren Exit sichern. Bleibt hier erstmal vorne. Philly Boy. Moin Graf Berge, moin Markus. Was geht? Moin, moin. Und jetzt will sich hier natürlich Miss Million am Eichi vorbeisetzen. Und das wird bestimmt eine Dive-Bombe. Ja. Ah.
Was macht Er lässt er aber denn? auch Was nicht macht wirklich er denn? Platz. Und jetzt haben Boah. wir hier richtig die Oh, Drehung am nee. Start und Greg Van Hunter. Eieiei. Moin. Ei, ei. Einfach Mann, Mann, weggespinnt. Mann. Also Danny, oh, der Eichen dreht Oh, sich auch mit. Eichiau. Puh. Holla die Waldfee. Lecco mio, hier geht's aber ab jetzt. Was für dolle Runden und wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Aber ich kann verstehen, dass der Stachel bei Danny jetzt tief sitzt. Aber ein Mit der bisschen mehr Brechstange weiß ich Entspannung nicht. auf der Strecke würde der ganzen Sache ganz gut tun, weil es ist nicht nur dein Rennen, was jetzt Kacke ist, sondern auch die Rennen ein paar anderer Fahrer so. Weiß ich irgendwie nicht. Ich meine, ihr habt jetzt noch nicht mal, ihr habt ein Viertel. Noch nicht mal auf der Uhr. Tja. Ja, moin Imperio, mein Schweizer Schrägstrich kroatischer Kumpel. Ich hoffe, dir geht's gut, Junge. Ich hoffe, du freust dich auf in einer Woche dein erstes Stammirennen bei uns in der C. Das hagelt morgen richtig Tickets, also Oh ja, definitiv. und es ist leider auch keine gute Werbung hier für alle Zuschauer, die hier zum ersten oder zum zweiten Mal dabei sind. Aber für dich natürlich auch ein gefundenes Fressen an der Stelle, ne? Oha, Jalin Du hast da versucht auf das jeden Fall gut was. Überholmanöver an Stadler. So, Miss Millen jetzt hier. Diesmal geht das alles ein bisschen besser vonstatten. Stadler wollte sich gerade noch an Jalin vorbeimogeln, hat leider nicht ganz geklappt. Aber der Fresh Player hier, so, langsam, wie ich ihn am Anfang eventuell eingeschätzt hätte, anhand des Quali-Ergebnisses, umso stärker ist er jetzt hier im Rennen unterwegs. Auch ein kleines Ausrufezeichen, kleine Überraschung. Und da steht dann Aston Martin und ich denke, das wird die Polizei sein. Nein! Hä? Dieser Phil, nach der Eau Rouge. Nee, sorry, ich dachte gerade, das wäre ein Aston Martin da unten. Ah, ja, also dieser Phil gebrochen. Aber er hat es ja auch schon vorne in der Gruppe ein bisschen prophezeit, dass es heute einen ganz großen Bruch geben wird. Aber Eieiei. Phil, wenn du uns hörst. Ja, genau, ich habe leider meine Farbenbrille heute nicht auf. Phil, falls du uns hörst, so, konzentrier dich, komm runter, resette dich nochmal. Und dann drück Ich schaff's drauf. das. Ja. Dieses Fresh Million Player jetzt geht Start hier und weit. Ziel direkt hinter The Fresh Player und Baloo. Ja. Und da gucken wir einfach mal. Ui, da gibt es ein Real Bang zwischen Fresh Player und Miss Million. Wer zieht zurück? Wer zieht hier den kürzeren? Definitiv der Fresh Player. Miss Millen knallt hier auch alles an ERS raus, aber Fresh Player auch nicht unbedingt mehr. Da auf der Uhr stehen. Und ansonsten, ja, hat sich das jetzt hier ein ganz kleines bisschen entzerrt. Ja, der einzige, obwohl Baloo auch noch hinter The Fresh Player gut dran. Ah ja, hier siehst du, hier haben wir die Göttergattin Ich vom weiß. Phil im Chat. Die Göttergattin, alias seine Ehefrau. Ah. Ist er denn krank? Woran liegt's heute? Das ist man auf jeden Fall nicht so ganz gewohnt von ihm. Ja. Reifen, so Kanalpunkte investieren bitte. Dann blende ich die gerne ein. Shachi klebt auf jeden Fall auch den Stadler dicht am Arsch. Und ansonsten, ja, Reifen blende ich sofort wieder ein. Keine Panik auf der Titanic. Wir gucken derweil nochmal auf die Positionsveränderung. Also alles, was so sich im Mittelfeld am Start befunden hat, ist sehr weit nach vorne gerutscht in die Top 5. Miss Millen hier noch mit 4 Positionsverlusten. Dann haben sich viele, ja, Fahrer aus der zweiten Tabellenhälfte nach vorne gemogelt. Ja. Und hier die Plätze bunt durchgetauscht. Mehr grün als rot, das sehen meine Augen noch, ne? Also so farbenblind bin ich dann auch noch nicht.
Husten, Fieber, Schnupfen, aber er opfert sich für die L. Ja. Dein Mann ist auch Macher. Der kann das nicht. Gute Besserung in dem Sinne auf jeden Fall auch nochmal. Ja, genau. Nimm ihm mal einen Arm von uns. Und sag aber ihm, nicht dass zu alles doll, wieder gut wird. Und jetzt müssen wir den hier auf Rogerio. Ja, der kann sich hier nicht verteidigen. Die Camel Straight ist einfach zu hart. Zu hart, zu lang. Mit aufgeklappten Flügel. Ja. Schon fast unmöglich. Es sei denn, man hat eine richtige Flügeleinstellung. Dann fällt einem das Leben aber auch nur ein bisschen leichter. Okay, Generalax an Greg von Hunter vorbei. Ja. Aber nee, Hosen zeigen wir uns hier erstmal nicht. Rico, mein Freund. Was hast du verpasst? Ja. Oh, Generalax hat sich weggedreht. Und er hat, glaube ich, auch eine Endplatte verloren. Ja. Ui, links. Und rechts. Er dreht sich nochmal links. Ui, Alex, bleib auf der Strecke. Alex hier jetzt dicht hinter dem hellblauen Schuft. Kurz vor dem Weg zurück in die Top 10, aber der ist hier noch nicht warm. So, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach nicht seine Strecke ist. Geil Brust, Junge! Es geht. Alles fit. Du alter Rennfahrer. Aber so. Jeder ist anders drauf, wenn er krank ist. So musst du das sehen, ne? Genau. Kann nicht jeder so Top-Leistungen bringen, wenn er krank ist wie du. Auf geht's, Ryan. 3 Punkte Richtung zweite Liga. Ja. So, Alex, jetzt häng dich hier ran. Baloo ganz dicht hinter dem The Fresh Player. Ja. Gehen jetzt in die Urush rein. Aber cuttet hier eindeutig. Heckflügel geht auf, setzt sich rechts daneben und da kann sich eigentlich auch The Fresh Player gar nicht wehren. Nee. Puh. Währenddessen, Alex, aber ich denke, das wird sich hier leider nicht ganz ausgehen. Leider noch nicht ganz, ne? Der Schachi. Schachi hier auf der 4, der hat sich auch still und heimlich hier nach vorne gemogelt. Achso, ja, siehst du hier, siehst du? Ihr sagt ja auch gar nichts. Die Reifen bitte. Schönen guten Abend, die diesmal haben. Strafen. Ja, die Strafen kommen gleich. Ich lasse jetzt hier erstmal noch eine Minute die Reifen, bevor ich dann noch durchbekomme. Gib doch den Leuten endlich ihre Strafen, Junge. Aber ich schalte mal um auf Miss Milden, der hier deutlich dichter an wem dran ist. Schachi verliert hier fast die Kiste. Ich denke mal, da wird es auch direkt den Konter von Miss Milden geben, dass ich hier die Position zurückholen möchte. Gehen hier, ja, wollte ich gerade sagen, side by side in die Kurven, aber ne. Nee, Alex musste nicht. Doch, Alex musste in die Box. Ja, ein paar Fahrer doch. Aber warum, kann ich dir leider nicht sagen. Das haben wir nicht ganz mitbekommen. Und Eichi dreht sich weg in der Arschlochkurve. Na, verdammt. So, wir bleiben ach, mal kurz. Mann, war ganz hier. Knapp hinter, war gar nicht mal so weit weg von Alex Deluxe. Beziehungsweise, wir gehen hier einfach mal auf unseren Führenden, den Ryan O'Connor. Der auch den man so bestimmt auch nicht auf der Liste hatte. Zumindest nicht auf der 1. Und auch Jarlin, muss man sagen, hier sehr starkes Rennen wieder seinerseits. Also der Junge kam schon ganz, ganz gut fahrend bei uns in die Liga, aber hat sich hier stetig Rennen für Rennen immer weiter gesteigert. Immer besser seine Pace und seine Konstanz gefunden. Und ja, Alex beißt weiterhin an hellblauen Schuft aus. Ja. Ja, das sind leider ein paar zu viele Fehler. Und Miss William, man schaltet mal einmal kurz weg und jetzt hängt er hier schon dem Alfa Romeo direkt im Po-Löchlein. Und krallt ihn sich ja auch über die Außenbahn. Da kann Stadler, weiß ich nicht, sich ruhig mal versuchen zu wehren ein bisschen, aber kam nicht. Oh, Polizei ist raus.
Zu viele Strafen oder was ist da passiert? Polizei? Polizei? Nee, obwohl, der Urouge. Warte mal. An der Urouge. Ah, und Alex dreht sich weg in der was? Arschlochkurve. Och nie. Verliert das vorne schon rechts General die Lachs? Helmplatte. Generalax TV hier auch mit einer ganz komischen Aktion, weiß ich nicht. Polizei DNF, ja. Ja. Aber nicht auf jeden Fall hat sich Alex leider weggedreht in der Arschlochkurve, hat seine rechte Platte vorne verloren. Ja, bei dem läuft es gar nicht. Nee, leider nicht so. Dafür, dass er sich die ganze Zeit so stark hinter hellblau Schuft gehalten hat. Aber die Kurve ist halt auch echt anstrengend manchmal. Aber mit viel Glück kann er jetzt hier auf Hartreifen gehen und das Rennen auch auf den beenden. Kommt darauf an, wie sein Reifenverschleiß ist. Möglich ist es. Aber dann darf ab jetzt sowas hier auch nicht mehr passieren, so. Wir haben jetzt hier so knapp ein Drittel des Rennens rum. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Ein Safety Car und die Sache schrumpft hier wieder. Ganz anders aus. Ja. So, auf wen hatten wir denn heute noch nicht? Wer hatte heute nicht die Ehre? Also ich weiß, dass wir viele Rogerio-Fans da draußen haben. Also gehe ich jetzt einfach mal auf den Balou. Der hier so fast im Sekundenfenster vom Rogerio ist. Da wollte ich auch gerade hin. Och Mann. Und dann könnt ihr euch die schweizerische Fahrerkunst einmal von hinten angucken. Und ja, ansonsten Miss Million kratzt da vorne jetzt. Ja. Ich bin überfordert. Start und Ziel ja, jetzt. Komm, wir gehen hier mal erstmal kurz nach vorne. ERS, Jalin hier mit 91%. Miss Million 27. Greg von Hunter klebt auch dem Alex de Wilps gut hinten dran. Jetzt könnte der Jalin da auf jeden Fall zünden. Oh, oh, oh. Gott, oh Gott. Aber da versucht er gar nichts. Da versucht er gar nichts. Und lässt es einfach geschehen. Greg Van Hunter will sich an Alex Deluxe vorbeischmuggeln und er schafft es auch wohl. Und Alex lässt da viel Platz. Alex Deluxe meinst du jetzt? Ja, aber... Zurück zu Baloo und seine Crew. Oh. Der war gar nicht so geplant, der kam einfach. Nur weil du keinen Harten mehr bekommst? Was habe ich verpasst, du Chef? Ja, weiß ich nicht, ja. Oh je, ich glaube, wir sind hier bei einer... Ja? Ganz egal. Komischen Runde schon wieder. Wir lassen das einfach so im Raum stehen. Oder im Chat. Boah, ich denke, jetzt wird es hier gleich den Angriff von Baloo geben auf Rogerio. Miss Million ja auch schon gut die Zeit eingestanzt. Hier kratzt ja auch schon wieder am Haas-Piloten. Und Baloo nimmt sich hier ganz frech die Innenbahn. Aber Rogerio fährt hier auch irgendwie so ein bisschen mit einem kleinen Angstfuß. Ryan O'Connor währenddessen in die Box. Schauen wir mal, wofür es da jetzt reicht. Miss Million parallel dazu mit der besten Rennrunde, der schnellsten Rennrunde. Auch wieder zurück auf die 1 jetzt. Ja, den kann da auf gar keinen Fall mithalten. Mal gucken. Und der Ryan O'Connor geht hier auf die... Nochmal auf die Medium-Schlappen. Wow. Damit wird es bei dem auf jeden Fall auf eine Zwei-Stopp-Strategie hinauslaufen. Da wird er sich im letzten Stint nochmal die Roten holen. Für 8-9 Runden werde ich mal vermuten. Vielleicht auch 10. Oh, ich weiß, es passt gerade zwar nicht rein, aber heute ist ja auch Champions League, wird mir gerade angezeigt. Oh, Champions League. Neapel gegen Eintracht. Ich mag Champions League. Wo läuft denn das heute? Ich glaube, The Zone. Ja.
Nice. Ja, und der Eiche hier zwar so mit dem einen oder anderen kleinen Rennfauxpas, hätte ich doch ganz wacker auf seinen harten Reifen. Hier Ende der Camel Straight kloppt er jetzt einmal Alex Deluxe. Ja, und ich würde sagen, dann bleiben wir einfach mal drauf. Den hatten wir heute auch noch nicht so viel im Bild. Außer, dass er sich zwei, dreimal weggedreht hat. Aber das muss man ja nicht sehen. So, und jetzt die alles entscheidende Frage, Falk, die die anderen wahrscheinlich gar nicht interessieren, aber hast du Spaß? Das auf jeden Fall. Ja. Das erste Mal kommentieren, das ist auf jeden Fall ganz witzig. Der Eiche hier mit einer deutlich besseren Achse trifft hier auch den Apex. Lässt sich hier gut nach außen treiben. Und jetzt geht's hier in den letzten Sektor und ich weiß nicht, was Alex Deluxe da macht. Der wird hier sehr, sehr langsam. Shari in der Box währenddessen. Und jetzt Eichi, auch der hier an der gleichen Stelle, wie der Balou den Rogerio schon überholt hat. Uff, jetzt bloß nicht auf der Wiese ausrutschen. Ja, schönes Überholmanöver. Und ja, dieser Phil scheint gebrochen. Fährt hier auf der 14. Und Eichi dreht sich weg. Ach nein. Was macht er denn? Hä? Also, ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch gesehen habt. Aber das. Okay. Ich war gerade mit dem Cursor auf Eichi und angezeigt wurde mir ein Red Bull. Okay. Ja. Yeah, okay. Schalalalala. Dankeschön. Locke, du alter Hahn. Hund. Was geht, du beißender Pitbull? Uff, uff. Oh, wie der mir gestern im Nacken geklebt hat beim Formel 2 Rennen, das war absolut nicht mehr feierlich. Aber war schön mit anzusehen von der Seite. So ein Hund, der nicht loslässt. So, mal gucken. Ryan O'Connor hier mit seinen neuen Reifen. Wie kommt er damit zurecht? Auf jeden Fall fängt er hier schon an, die Zeit ja dezent ein bisschen runterzuschrauben. Zu Rogerio. Hat hier allerdings aber auch einen 15 Runden Reifenunterschied. Und Eichi dreht sich nochmal weg. Ach Mensch. Und nochmal dreht er die Pirouette. Und jetzt aber aufpassen, da kommt ein Red Bull. Weiß gar nicht, was da zu lachen gibt. Locker. Und wenn du schon Kai Uwe sagst, dann lass bitte den Bindestrich weg. Der Name Uwe Mensch, ist nämlich Beiname. Mensch Jürgen. Mensch Ronny. Mensch, Jürgen. Und Eichi dreht sich nochmal weg und nimmt seinen Flügel, oder? Nimmt also, seinen Flügel mit? Nee, doch nicht, aber das Werbeschild zerstört. Ach, nö. Und mach doch langsam. Du merkst doch, dass die Reifen heiß sind. Ja. Weiß nicht. Mach nicht den Mrs. Million. Ja, oder mach nicht den Meister Proper in dem einen oder anderen Saisonrennen. Hab nicht gesagt. Spaß. So, Ryan O'Connor jetzt hier im Sekundenfenster vom Rogerio. Bitter jetzt auf jeden Fall für den Ferrari-Pilot immer größer im Rückspiegel. Ja, locker, wir hatten ab Runde 3 Safety Car. Deswegen erst Runde 18. Ja, genau. Uff. Da verliert er fast die Kiste. Miss Million. Schon 6,5 Sekunden jetzt. Auf den. Oh, Entschuldigung. Hat auf den Jarlin gut gemacht. Ja, der Miss Million, aka der Danny. Ist hier in einer bestechenden Form. Wie schon gesagt. Rasiert D-Liga technisch hier gerade. Alles und jeden. Ja, und auch in den anderen Seiten zeigt er sich eigentlich immer von der ganz guten Seite. Heute leider nicht so mit den glücklichsten Aktionen das ein oder andere Mal. Aber ja, der Junge gehört auf jeden Fall in eine andere Liga. Und Ryan O'Connor hier erstmal zurück auf der 4. Jetzt zurück auf der 3. Da Jalen und Rogerio in die Box fahren.
Schachini 0,6 Sekunden hinter Stadler. Hat auch gut ERS, sehe ich gerade, mit 87%. Na, jetzt haben wir noch zwei Fahrer da vorne, nämlich Miss Million und Baloo. Ich denke mal, Baloo wird Ende dieser Runde hier in die Box verschlagen für einen Satz neue Reifen. Ich denke mal, da wird es die Einstoppstrategie auf hart. Sonst würde es für mich nicht unbedingt logisch sein, jetzt 18 Runden zu düsen. Und ja, auch Danny. Weiß ich nicht, was er jetzt fahren wird, aber ja, auch der muss sich bald an die Box bewegen. Ja, Locke, aber wie gesagt, sie müssen bestimmt auch bald in die Box und da wird der Zeitabstand wieder ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, wie lange ist so die Boxenstoppzeit denn? Boah, also hier in Spa sind wir da auf jeden Fall relativ schnell. Ich würde so schätzen zwischen 21 und 23,1 Sekunden. Sonst google das doch mal, liebster Co-Kommentator. Die Komma 1 musst du noch sein, ja? Ja. Ja, mindestens in die B, also wenn nicht sogar in die X-Liga. Das X steht für Extreme. Oh, da stand einer an der Seite. Ich weiß nicht, wer war das? Schachi. Stand auf einmal kurz an der Seite und dann wurde er überholt von Rogerio und Greg von Hunter. Und wir sehen hier einen Dreikampf. Nämlich Rogerio, dich gefolgt von Greg von Hunter. Und dahinter knapp sich im Sekundenfenster halten der Schachi. Bindestrich 1, 5, 4. Auf den zwei Runden alten Hartreifen und den 6 Sekunden Strafen im Gepäck. Oh, ich muss mal kurz was trinken hier, ihr verrückten Hühners. Also, ich sehe hier gerade, Max Verstappen hat letztes Jahr in Ungarn eine 21,2 Boxenstoppzeit gehabt. Also denke ich mal, wird so die Boxenstoppzeit bei 21, 22 Sekunden liegen. Haben Sie gut getippt, junger Mann. Jetzt. Wie viel war das jetzt? Sorry, ich war gerade einmal ganz kurz im Trinken. Und noch 21 bis 22 Sekunden um den Dreh, ja. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, das habe ich mir natürlich auch vorher schon durchgelesen, Digga. Du bist so schlau. Naja, ich kann lesen. Ryan O'Connor jetzt 0,3 Sekunden, 0,2 hinter Baloo und holt sich seine ersten 3 Sekunden. Ei. Ei. Aber meanwhile, wir schalten einmal kurz nach vorne. Oh, Say, gelb. Ich glaube, da hat sich Eichi weggedreht auf Start und Ziel. Ja, und fährt jetzt aber wir Safety Car? Haben ein Safety Car. Aber warum? Warum? Vielleicht wegen dem gedrehten Eichi. Das aber er fährt ja schon wieder. Spielt jetzt natürlich und jetzt müssen wir gleich wieder zurück auf die Reifen. Ah, da spielt die Miss Million auch einfach nur in die Karten, was hier gerade passiert. Wobei, ja, nö, doch. Boah, doch, sind viele Fahrer, dem jetzt das Safety Car gut tut einfach. Puh. Ja, so Papo, weiß nicht, ob das für die Idee jetzt reicht. Wird knapp. Vielleicht. Greg Van Hunter auf jeden Fall in die Box. Der Rest ist noch draußen. Ja, genau. Da geht auch der letzte Alex Fahrer. Tlips. Dieser Phil sollte definitiv, ja, der geht in die Box. Chill Phil sollte definitiv in die Box. Und ansonsten, ja. Alex 91. Ja doch, kann man draußen bleiben. Ja, also ich sag mal, der allergrößte Gewinner dieses Safety Cars war definitiv jetzt nochmal Miss Million.
Underground E-Liga. Genau. Da fahren wir dann mit E-Autos. Weil E-Liga. Bitte nicht. Die klingen so komisch. Kann ich gar nicht nachmachen, wie die klingen. So irgendwie. Mehr so ein komisches Summen, würde ich sagen. Für mich ist jetzt gelaufen, muss er jeden vorbeilassen. Ja. Ja. Leider Gottes, glaube ich, waren wir fast alle mal in dieser Situation. Bei mir war es letztes Jahr Japan auf Platz 7 oder 8. Auch unglücklich hinterm Safety Car gewesen und dann auf der 8 auch komplett überrundet. Was ist hier? Greg Van Hunter? Oh nee, was hat er denn gemacht? Ich guck einmal nicht hin. Wir gucken mal, Alex Deluxe fährt jetzt hinten vorbei. Sehen wir ihn da noch stehen irgendwo? Nee, schon. Despawned? Despawned. Auf der Minimap ist er noch zu sehen, aber... Auf der Minimap ist er zu sehen. Nach der Arschlochkurve, ja? Ach. Ja, ich guck mal. Dieser Phil, sehen wir ihn da irgendwo noch rumstehen? Rechts, nee, links, rechts, tatsächlich links. Doch, da, rechts. Hui. Ja, da steht er, ganz links. Hui. Ach, Mensch. Ja, ja, da wird's wahrscheinlich den rechten, ja, Reifen abgehauen haben. Das sah mir ganz nach Arschlochkurve. Außenkörper erwischt aus. Kontrolle über den Popo verloren mit der Kiste. Und ja, ja, dreht man sich auch mal ganz schnell nach rechts weg. Schallert in die Wand. Kann ich ein Lied von singen, auf jeden Fall. Ja. Das ist, ich glaube auch der Baumi kann davon ein Lied singen. Und der auch nicht so amused ist. So, und da hier eh noch kurz Safety Car ist, werde ich mal kurz aufs Töpfchen gehen. Viel Spaß. Chat, ich hoffe, ihr hattet heute alle einen wundervollen Tag. Nur mal ein bisschen Unterhaltung hier reinbringen, während das Safety Car noch draußen ist. Und das Safety Car kommt in diese Runde auch rein. Eieiei, was ist denn hier los? Ja, jetzt muss der Junge aber langsam mal hinmachen hier. Mrs. Millen ganz langsam auf jeden Fall unterwegs und drückt jetzt aufs Gas, zündet auch sofort ERS. So, hallo? Safety Restart jetzt, ne? Ja, schon. Mrs. Millen direkt auf die Tube gedrückt, ganz langsam gemacht auf jeden Fall. Durch die Schikane. Mittagsschlaf war mega.
Ja, ich habe in den Chat so gefragt, wie ihr Tag war. Ah, ja, ja. Dieser Füll dicht hinter Alex Deluxe. Und er dreht sich weg. Ach nö. Oh. Ach nö, ich weiß und jetzt, nicht. Kamera ja, aus. Jetzt und er steckt er fest. Er steckt auch noch fest. Ach nö. General Lachs, nee, nee. Hoffnungslos. Keine Chance. Man sieht auch richtig, wie er aufsitzt. Also. Ach Mensch, Phil. Aber er hat wenigstens, er hat damit gerechnet. Ja. Es kam jetzt nicht unverhofft. Dafür klebt Alex Deluxe dem Alex 91 echt am Arsch. Oh, da hinten dreht sich noch ein Mercedes. Oi, 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 oi. Und der Alex 91, ich weiß nicht, ob er hier angeschoben wurde oder nicht. Ach. Schwierig zu sehen. Auch für ihn hier ganz gebrauchter Tag. Hoi. Oi, 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 oi. Das wird morgen auf jeden Fall ein Safety Car, sehe ich gerade. Das wird morgen auf jeden Fall Ticketfrage. Puh. Das ist ein nächstes. Gab ja nicht gerade erst eins. Ja. Und dieser Phil disqualifiziert. Ach Mensch, Junge, das tut mir leid. Mensch. Ach Mann, ist das ärgerlich. Was ist passiert? Ja, dieser Phil hat sich gedreht, ist auf dem Curb hängen geblieben und ja. Kam nicht mehr weg. Kam dann nicht mehr weg. Klassisch aufgesetzt. Plus Alex 91 hat sich ein bisschen gedreht. Schilfe in die Box. Die letzten drei alle in die Box. Weiß nicht, braucht Alex einen neuen Flügel? Ich glaube, ja. Alex holt sich einen neuen Flügel. Ja. Oder? Nee, er fährt mit Kap... Oder bin ich blind? Ich sehe es nicht richtig. Alex fährt mit dem kaputten Flügel weiter. Ach Mensch. Ja, da gibt's diesen ekelhaften Bug, dass wenn es aufs Auto gestellt ist, dass er das nach Ermessen des Schadens macht. Da muss man immer auf Ja drücken. Aber ja. Ach Mensch, Alex. Fühl dich getröstet, Junge. Wir nehmen dich in den Arm. Ja, ich denke mal, morgen wird es ein paar Tickets hageln, Ribinho. Da möchte ich auch kein Steward sein. Ja, aber die sind nicht nur morgen, sondern auch noch die zwei Wochen danach viel im Einsatz. Ja, das stimmt. Das wird hier eine Flutwelle. Das wird zwei Seiten einnehmen. Puh. Bei den ungelesenen Tickets. Dann haben wir morgen alle wieder 25 neue Tickets zu lesen. Ja, stimmt locker. Eigentlich. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, ja, das war der Beitrag von heute Morgen. Die Tickets kann man gar nicht mehr lesen. Tja. Ah. Ihr ganzen Wissbegierigen. Ein Hobby wurde euch genommen. Und was gibt's bei dir zu essen? Müsli? Mhm. Doll? Okay. Was sagt der Chat? Mögt ihr essen? Mögt ihr so ein paar geile Geräusche? Wollen wir ein bisschen ASMR hier nebenbei machen? Nee, Greg hat nicht in der Box aufgegeben. Den hat's in der Arschlochkurve zerdeppert. Was hier passiert? Hellblauer Schuft auf einmal auf dem 13. Ja, das ist auch die interessante Frage. Jetzt die interessante Frage, wäre es vielleicht auch schlau gewesen, für die Mediumfahrer jetzt doch reinzugehen? Weil ja dann doch schon 7, 9 Runden gefahren wurden. Wir werden sehen. Sprach der Blinde.
Zupapo schreibt, du sollst dein Mikro ausmachen. Ken, er möchte dich essen hören. Ich esse doch gerade gar nicht. So. Ja, der Tag war ein bisschen stressig. Ich muss hier erstmal ein bisschen meinen Zuckerhaushalt regulieren. Einfach nur ein gigantischer Witz mal wieder. Ja, das war auf jeden Fall nicht so gut für dich gelaufen diesmal. Boah, Ricardo, du bist gemein. Ja, muss auch sagen, Phil. Der muss auch mal lachen, wenn das ein Witz war. Safety car in this lab. Gute Teamarbeit, ja, das war auf jeden Fall richtig gute Teamarbeit. Ja, genau, die hat mir auch am meisten imponiert heute irgendwie. Und dann habe ich einmal kurz auf den Chat geguckt und dann standet ihr da beide irgendwie so ein bisschen Big Mark, Big Spin mäßig an der Seite. Aber ich sag mal so, da sind noch nicht alle Messen gesungen. Ja, ist natürlich ärgerlich für Phil, dass er keine Punkte mitnimmt, so. Team-WMs technisch guter Ausgleich, dass Miss Million da eine 1 ist. Aber KWM technisch ja, aber nicht so Einzel-WM, gut. Fahrer-WM nicht so gut. Nie so lecker. So, Und da macht er auch ganz, ganz. Also, oh ja, das ist ja auch. Ja, hat er bleib davor auch schon stehen! gemacht. Bleib Hat er stehen, davor auch Junge! schon gemacht. Komm, leg einen Rückwärtsgang ein, wenn du einen hast. Ey. Sashi Wanashi ist mein neuer Follower. Wer ist denn Sashi Wanashi? Haben wir hier eine Sashi Wanashi? Danke für den Follow auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Safety Car Restart. Alle Passt. bleiben genauso, wie sie Alles sind. gut gelaufen. Gab keine Berührungen. Oh, Miss Million, das war ein Cut. Ja, der dreht hier gleich wieder voll am Rad. Ja, Ryan O'Connor war jetzt meiner Meinung Oh, nach und auch so Fresh Player nicht so der Shachi dreht schlauste sich Move. weg. Shachi Yep. dreht sich weg, kurz nach der Rouge. Findet dadurch natürlich ein. Ja, Ryan O'Connor und Fresh Player, da wäre ich vielleicht doch an eurer Stelle in die Box gefahren, genau wie Hellblau Schuft. Ja, das Feld staucht sich halt wieder zusammen und ihr müsst halt auch schon zeitnah, in Anführungsstrichen, wieder rein. Ja, Phil, wir haben's. Wir haben alles mitbekommen, tatsächlich so, dass dir Ja. passiert ist. Und Ja. dieses Reinstechen war halt auch wirklich sehr unnötig. Vor allem, weil ihr Teammates seid. Ja, vor allem auch über die Wiese, mit dem halben Fahrzeug über die Wiese zu überholen, ist für mich ein absolutes No-Go so. Und das auf der Camel Straight, wo man doch den einen oder anderen Kilometer hat, um das zu tun. Es muss nun Ja. wirklich sich sein. Aber egal, wollen wir das Thema hier nicht wieder ausweiten wie so eine Weihnachtsgans. Das Uff. entscheiden die Stewards, ja, ganz dickes Uff. Und da hat es wieder eine Arschlochkurve eins zerlegt. Generallachs, ja. Für den läuft es ja auch gar nicht. So gar nicht, gar nicht. Ins Rackfest. Ja. Auch da hatten wir jetzt schon genug Diskussion zu. Das wäre es doch noch eine Wreckfest-Liga. Frei machen nach dem Interview. Ja. Der Mann hat einen Ritt. Das kann man verstehen auf jeden Fall. Oh, Stadler. Jalin vorbei.
Oh nee, und macht einen Fehler und Janin zieht wieder an ihm vorbei. Und auch Eichi holt sich den Alex Deluxe. Sorry, jetzt habe ich mal ganz kurz gepennt, weil ich mal auf den Chat geachtet habe. Schafft Alex Deluxe das hier beim Eichi hinten dran zu bleiben. Auch der Schilfe klopft hier an. Bleiben wir mal im Mittelfeld hier mit einem schönen kleinen Dreierkampf. Ich begebe mich mal ein bisschen nach vorne. Guck mal da ein bisschen zu. Und nicht nur der Hals ist dick. Uff. Ja, das stimmt, Phil. Der hat schon wirklich ziemlich langsam Restart gemacht. Ja, das mit der Regeländerung, ja, aber das hat, glaube ich, also ich glaube nicht, dass da irgendwas Neues drin stand zum Führenden. Ja, egal, wir lassen das hier. Wir haben jetzt hier alle ein bisschen Spaß zusammen. Schade, der Viererknubbel hat sich hier auch schon wieder entknubbelt. Wir haben jetzt hier einfach noch ein bisschen Spaß zusammen in Spa, die Sonne scheint. Die Schatten sehen schön aus. Und wir haben auch erst 4 DNFs. Und sage und schreibe noch 4 Fahrer ohne Zeitstrafe. Also ich finde, das ist ja alles andere als langweiliges Rennen. Stadler. Der sieht auch schon wieder so aus. Ja, knappe Kiste hier mit dem DRS. Geht hier auch sehr, sehr weit. Also schalten wir mal zu Rogerio und zu Eichi. Und Fresh Player, ja doch, der hat eine gute Rennpace hier heute an den Tag gelegt. Quali lief dafür nicht ganz so gut. Aber dafür Chill, hier im Rennen. Chill holt sich die nächsten 3 Sekunden auf jeden Fall. Stadler holt sich die ersten 3 Sekunden. Was denn? Ich liebe Schoko Bobbles. So, mal gucken, ob jetzt hier vom Eichi der Angriff kommt. Auf dem Rogerio. Ja. Ja. Viele Diskussionen um nichts. Das liegt alles eh nicht in unserer Hand. Zumindest nicht in der Hand der meisten hier. Oh ja, da kommt der Eichel hier sehr gut durch. Der und hier nicht Stadler vom Gas geht. Jalin dicht dran. Schafft es aber nicht auf der Camel Straight. Kamel gerade. Naja, ich bleib hier nochmal kurz drauf. Der Schilfel versucht sich ja auch den Rogerio. Oh, da kommt die Dive Bomb oder auch nicht. Runter vom Körper am besten. Ah, ja, 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 ja. Ja, das war ein bisschen zu viel gewollt, lieber Chilfell. Also hier in Belgien so die Curbs mitzunehmen. Kann kritisch werden. Kann sehr, sehr kritisch werden. Ja, Stahler kann hier leider die Pace anscheinend nicht mitgehen. Dein Handy, Rico? Ich hoffe, dass deine Hand... ein Handy oder eine Fernbedienung oder irgendwie sowas liegt. Ein Bier. Nichts Organisches, bitte. Außer es ist ein Organics. Red Bull. So. Währenddessen im Mittelfeld. Der hellblaue Schuft, der hier leider nicht ganz von der Steck... 1, 2, 3...
Den nicht ganz von der Stelle kommt. Sprachen lernen. Babbel. Ja, Handy, ne? Mhm. Mal groß, mal klein. Mal. So ein richtiges Schiebetelefon. Ja, und der Alex, Junge, Junge, Junge. Versucht dir über die Innenseite am Hellblock-Schuh vorbeizugehen, der aber dann doch noch rechtzeitig wieder seine Position verteidigen kann. Aber jetzt, denke ich, wieder direkter Angriff kommen hier von Alex91. Der ist auch über die Wiese probiert und kriegt da direkt einen Cut. Geht jetzt hier auch komplett vom Gas. Da liegen die Nerven aber auch blank. Und jetzt schalten wir mal nach vorne. Hier, Chill gegen Alex Athletics. Alex Deluxe. Und jetzt Alex vorbei am... Oh, das versuche ich jetzt einzufangen. Oh, sind das schön, da nicht zu dritt gehen die in die Kurve. Wow, was tun die da? Wird aber, glaube ich, ein bisschen den Alex oder den Chillfühl, ich kann es nicht sehen. Eieieiei, also da bin ich ehrlich, da habe ich gerade ein DNF gesehen. So. Hast du das auch gesehen, Knubbelboy? Auf jeden. Das war nochmal ein schöner Kampf. Ich glaube, der hellblaue Schuft hat auch leicht den Chillfühl oder Alex berührt, ich weiß es nicht. Ja, da gab es auf jeden Fall den einen oder anderen Wheelbang. Der Red Bull hier vom Alex 91 sieht auch sehr, sehr dreckig aus, als wäre er mit auf so einer kleinen Offroad-Tour gewesen. Okay. Im Chat wird wieder ein Clown gefrühstückt. Auf einmal sind wir beim Fischessen. So, und Eichi? Hier am Fresh Player dran. Kurz vor der Camel Straight. Oh. Aber man sollte. Die nächsten 3 Sekunden. Oh, man sollte schon richtig aufkommen, bevor man die einfach ganz runterschluckt. Ja, das ergibt Sinn. Mrs. Million jetzt schon mit 9 Sekunden Strafe. Ja. Ja, aber dann kommt ihm das Taktikding jetzt wieder zugute. Aber Miss Million, der halt nicht mehr in die Box muss, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. Ich hatte auch gewundert, dass hier schon so lange keine Strafen mehr gefragt wurden. Genau, live in der Farbe D. Was ist denn Farbe D? Kann mir das einer erklären? Ist das eine spezielle Farbe? Farbe D? Nicht. Steht hier so. So, Papo, klären wir uns auf. Ah, der Hellblau kommt. Sci-Fi, Boris. Alex Deluxe. Reifen bitte, liebe Grüße, Rogerio. Rogerio, ich soll dich ganz lieb von Sci-Fi grüßen. Das ist ein netter Kommentator. Ja? Ja. Rechnung schicke ich dir dann zu, Boris, ja? Fürs Grüßen. So, hellblauer Schuft. Hellblauer Schuft, einen schlechten Exit gehabt. Mal gucken, ob er hier die erste Kurve besser trifft. Ey, der macht das genauso wie du, Falk. Der fährt einfach am Apex vorbei. Ey, hallo. Entschuldigung. Den das musste ich einfach noch bringen. Was macht der hellblau Schuft da? Reifen bitte, Liebe bitte. Oh Mann. Oh, Pommes Rot-Weiß nehme ich auch eine. Ja, auf jeden Fall. Locke bringt sie welche vorbei. So,
So, und der Alex nickt sich hier auch ganz still und heimlich mit seinen 12 Sekunden im Gepäck an den strafenfreien Blauschuf dran. Apropos Bier, ich bin gleich wieder da, ich hole mir mal ein Bier. Boah, das ist eine gute Idee. Wenn du wieder da bist, hole ich mir auch eins. Alles klar. So. Hoppala. Oh Gott. Das war ein bisschen laut. Und hellblauer Schuft dreht sich weg. Oi! Falsche Richtung, Junge. Und nochmal. Junge, Junge, Junge. Was macht er denn? Oh, ich sag mal. Was will er denn? Also, ja. Disqualifiziert. Also, hä? Und das wird bestimmt auch ein. Ne, da kommt nichts. Safety Cut triggern. Ne, kommt nichts. Ne, ne. Oh, Glück gehabt. Tja. Also, vielleicht gab es da einen kleinen Technikfehler. Wer weiß, auch das wird sich die liebe FIA anschauen. Denke ich auch nochmal anschauen. Und wahrscheinlich auch bewerten. Und ich sag mal, Prost, Prost in den Chat. Ja, und jetzt haben wir leider kein direktes Duell hier mehr. Aber der Jarlin hier. Für den wird es nochmal spannend hier. P2, P3. Kommt der Stadler doch nochmal ran und setzt sich vor ihn. Orientierung verloren, ja. Da hat das Navi mal kurz angezeigt, dass du links abbiegen musst und du warst mitten im Wald. Auf irgendeiner Hauptstraße oder so. Wie alle kennt's. Also, der Autofahrer. So, irgendeiner 4-4-1-2-3 fuhr da hinten in die Box. Warum zeigt er das nicht an? Hallo? Na, der Generalax hat sich nochmal neue Softs geholt. Ah, nee, der Stadler. Der Stadler ist in der Box, ja. Ja. Jetzt, vielleicht einen ganz kleinen Ticken zu früh. Vielleicht 10 Runden. Hätte man da noch mit warten können. Müssen. Ich denke mal, der Ryan O'Connor wird auch draußen bleiben. Draußen bleiben? Kann ich mir gut vorstellen. Also, Der muss in die Box fahren. Also, er muss. Er hatte zweimal Medium-Reifen. Oh, er könnte sich höchstens nochmal Softs holen, ne? Ja, und damit der Jarlin. Ja, doch, damit wird der Jarlin hochgespült. Auch Fresh Player, auch Eichi, das sind alles so Fahrer, die müssen auf jeden Fall nochmal rein. Und ich glaube, der Eichi gerade von ihm geredet hier mit einem massiven Fahrfehler. Und Jarlin jetzt hier auf jeden Fall mit den besseren Reifen. Denke, da wird es aber jetzt nicht zu einem großen Fight kommen oder allgemein nicht zu einem Fight. Da Ryan O'Connor aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt wahrscheinlich auch in die Box fahren wird. Ob du wirklich richtig gehst, siehst du, wenn die Box angeht. Siehst du, wenn du richtig stehst. Okay. Ja. Und der Ryan O'Connor fährt rein. Jalin übernimmt hier Platz 2. Und da hat's den Eichen rausgehauen. Oh, und nee. Dann haben wir ein Safety Car. Oh Gott, das Ryan ist das. O'Connor, du Glücksjunge. Das Stadler, du Glücksjunge. Jetzt wird's. Ryan O'Connor auch direkt in die Box, unser Fresh Player auch. Jetzt wird's nochmal lustig. Ja, der Eichen sich in der Arschlochkurve rausgehauen. Und da kam ein paar hinterher, also, ja. Der nächste, der sich da raushaut. Wir gucken mal. Ah, ist schon wieder weggebeamt, das Auto. Oh, Alex Deluxe sitzt leicht an die Wand, wenn er in die Box reinfährt. Sehr spektakulär. Aber wir wollten Spannung. Wir haben Spannung. Oh yeah. Und jetzt ist die große Frage, ob die ersten drei da vorne in die Box fahren.
wie zu erwarten, kommen die Softs zur Geltung. Ja, und jetzt kann der Stadel auch seine Softs schön noch ein bisschen rausziehen. Geil. Die werden immer besser, die Rennen hier in der D. Sag ich dir, so wie es ist. Ja. Auch ein geiles Rennen so zum ersten Mal streamen. Ja. Also mein erster Stream war letztes Jahr. Nee, Quatsch, war ein Einteilungsrennen für diese Saison in Brasilien, wo ich alleine war. Und auch ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Ryan mit 9 Harten. Stimmt, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Okay. Warum auch nicht? Mrs. Million geht auf jeden Fall in die Box. Hm. Das habe ich schon gesehen, Junge. Wow. Wow, meine Mama ist bestimmt stolz auf mich. Nein, zurück. Ja, genau, stimmt. Ach Mann, das ist schon. Da war ja was, ne? Das ist schon bitter, wenn wir beide schon die gleiche Mutter haben. Falsch ausgewählt, ja? Das passiert manchmal. Deswegen bin ich Team Hals, das ist ja auch immer das nochmal. Durchfahrtsstrafe für die Box. Wie bitte? Entschuldigung. Hm. Ich hab gesagt, deswegen bin ich auch Team Haas, weil meine Box ist am letzten und da kann ich nochmal kontrollieren, ob es die richtigen Reife sind. Ja, genau, also Ryan ist gerade. Ja, Ryan schwimmt gegen den Strom. Ja, Lin holt sich aber auch nur Softs, Mediums. Hm. Der hat wahrscheinlich keinen. Ich weiß gar nicht, ist der auf Soft gestartet? Nee. Hm. Nee. Podium für Rock Stereo? Ich weiß gar nicht, was sagen die Strafen. Na. Da muss er aber jetzt gleich. Na, das dauert noch einen kleinen Augenblick. Ja. Muss ich bis zum Ende auf jeden Fall gut drin halten. Mrs. Million, ich kann ja mal vorlesen. Mrs. Million hat 9 Sekunden. Ryan O'Connor, Stadler, Balu 3. Splash Player hat 6 Sekunden. Ruggiero immer noch strafenfrei. Der Alex Deluxe hat 9 Sekunden. Der Alex 91, 12. Der Shari 6. Chilfil eine Durchfahrtsstrafe. Und Generalax hat 9 Sekunden. Übrigens, kleiner Zwischenstand: Neapel und gegen Frankfurt immer noch 0-0. Erste Halbzeit, ne? Ja, ist gleich vorbei. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, aber. Vielleicht hat Jalin seine Reifenabnutzung einfach im Blick so und schafft es vielleicht auch einfach keine 8 Runden hier mit Soft, wer weiß. Ja, Jalin könnte noch den Sieg holen, auf jeden Fall ja. Aber das glaube ich auch tatsächlich nur in der Theorie für dieses Rennende. Schlechtere Reifen, auch Miss Million, der hier schon nicht verdammt hart auf die Pace gedrückt hat, als er dann wieder vorne war. 9 Sekunden, ne? Aber 9 Sekunden, ja. Die muss man halt auch erstmal rausfahren. Nicht. Vielleicht kommen ja auch noch 12 dazu, ich weiß nicht, wie viel. Ob schon weitere 2 Cuts wieder gemacht hat. Oh, wow. Alles klar. Neapel 1-0. Ups. Ecke, Kopfball, Tor. Ja, sorry, so Papo. Ich habe heute den ganzen Tag, ich habe es nicht wirklich hingekriegt, so richtig was zu essen. Und bevor ich hier gleich vertrocknet wie eine alte Rosine von der Couch fall,
So, ich denke, das Safety Car wird dann auch gleich reinfahren. Wir gucken nochmal durch, ob hier alle schön in einer Reihe fahren. Ja. Oh, war gar keine Ecke. Ja. Top. Hohoho. So, ich weiß nicht, Zili, wenn du Lust hast. Ah, nee, ist ein bisschen knapp für eine Umfrage noch, ne? Können hier auch wieder die Frage aufkommen lassen, wer wird Dritter? Safety Car kommen rein. Was meinst du, sind wir diesmal einen etwas schnelleren Restart nach der Schikane oder? Ja, ich hoffe, auf jeden Fall. Also man muss ja auch nicht irgendwie den Ziehharmonika-Effekt noch verschlimmern, als er sowieso in den meisten Fällen immer ist, so. Ja, ich weiß nicht. Reifen aufwärmen. Sieht anders aus. Papo, stehst du nicht auf harte Sachen? Jetzt gibt er Vollgas, also muss er jetzt, glaube ich, auch auf dem Vollgas bleiben. Stadler ganz dicht hinter Ryan O'Connor. Mirko. Genau, wir gucken mal hier, was hier so abgeht im Mittelfeld. Ah, leider die Safety Car Restarts hier auch immer nie so richtig angriffstaktisch geführt, obwohl da schießt ein Alex 91 an dem Alex Deluxe vorbei. Hui, hui, hui. Oh, und der Stadler hier, der ist so ganz knapp am Kai dran, am Ryan O'Connor. Macht sie über links. Gute Kamera. Hallo? Alex Deluxe versucht am Alex 91 vorbeizukommen, auch aber schafft es nicht. Jetzt hinten Schilfil, das ist eine ganz enge Kiste. Und jetzt nicht mehr. Schade. Mirko. Ah, der Schilfil geht hier auf jeden Fall weit. Gehen wir mal zurück zu Ryan O'Connor und Stadler. Ich denke, da wird das letzte Wörtchen auch erst in der letzten Runde oder so gesprochen. Sind die beide Strafen gleich? Sind die beide auf jeden Fall die heißesten Kandidaten, die um das Podium kämpfen? Ich glaube, so wie Mrs. Million gerade drauf drückt, wird er die 9 Sekunden rausfahren. Hm, ja. Bei seiner Pace, glaube ich, schaffte das auch bis zum Ende des Rennens. Ja, guck mal, also jetzt jedes Zehntel gefühlt alle 3 Sekunden. Ja. Puh. Tja, Alex. Jetzt schon mit 15 Sekunden. Ha, Jung, was machst du heute? Bei Ryan O'Connor jetzt doch schon ein bisschen zurückgefallen hier in der Stadler. Schachi hier währenddessen mit den nächsten 3 Sekunden. Und der Alex hat hier die Position hergegeben gegen den Schachi, der sich jetzt in die Top 10 mogelt. Und ja, Yalin Rogero übrigens noch die einzigen beiden Fahrer, auch mal wieder sehr stark, ohne Zeitstrafen unterwegs. Ich meine, Rogero ist eh immer so ein Kandidat, der sehr viel oder
Tendenz fast immer. Und 12. Miss Million hier bei 12 Sekunden. Oh, oh. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen Spannung aufkommen lassen, denke ich. Und auch der Ruggeri muss hier einen Fehler gehabt haben, weil der Alex schießt da denn doch ganz schön nah ran. Ist hier aber eigentlich mit den 15 Sekunden schon in einer sehr missgünstigen Lage. Ja, leider schon. O'Connor hier auch wieder ein Starter drin. Was ist denn los? Das waren gerade 2,5 Sekunden. Also diese Strecke hier auf jeden Fall auch eine Strecke, die für die Fahrer sehr, sehr fehlerbehaftet ist. Zumindest hier heute in diesem Stream, in dieser Liga. Und da steht ein Generallachs. Ach, ja. Wieder eine Arschlochkurve. Aber er lebt noch. Und jetzt könnte es doch sein, dass der Yarlin sich hier eventuell in seiner kurzen Rookie Racing League Karriere fährt nochmal in die Box. Ja, der hat noch eine Durchfahrtsstrafe. Ah, ja, stimmt. Oh Mann, Phil. Ah. Man merkt dir deinen Frust an. Aber ja, Teamwork könnte definitiv besser sein. Ja. Aber ja, ich denke, ihr werdet auch nicht das einzige Teamkollegen, die einzige Teamkollegenpaarung aus der ganzen Liga sein, die eventuell nicht so am allergrünsten miteinander ist. Aber das passiert halt manchmal. Ja. So wie Rico und Matze zum Beispiel. Schachi hat sich, glaube ich, weggedreht. Ja. Na, ja, das wird auf jeden Fall, das wird ein knappes Ding so. Ja. Hopschwitz. Dicke Schweizer, ja. Auf, Junge. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Schnitzel. Und wir haben ein Safety Car. General Lachs. Mein Gott. Das wird ja nochmal... Hatten wir das nicht gestern genauso? Nee, warte mal. Doch. Gestern Formel 2. Ja, doch, auch 3 Runden vor Ende. Da gab es noch 4 Runden vor Ende die Diskussion, geht das überhaupt? Und eine Runde später, ja. Yarlin holt es, ja. Das war's für Million. Und auch da möchte ich jetzt ohne böses Blut gegen Danny, falls du das liest später oder siehst, kann man eventuell doch eine Karma-Schelle nennen. Oder auch nicht. Kann man halt wie ein Dachdecker. Uff. Aber da wird er ordentlich nach hinten gespült bei 12 Sekunden. Wird sie heute auch wieder auf flachem Niveau gehalten. Ja, heute sind wir ganz knapp unter dem Teppich unterwegs. Mega. Mega süß vom General. Alex dreht durch, ja? Zitat. Alex dreht durch. Ah, Alex, ja. Eine kurze Schweigeminute für einen gefallenen Bruder. Und Schilfel hier wieder. Was ist denn heute Schilfel, Junge? Das ist zu viel Chill und zu wenig Phil. Was ist denn hier los? Das waren doch jetzt 6 Durchfahrtsstrafen in 44 Runden. Beziehungsweise. Oh. Ja. Wow. Geht noch tiefer. Okay.
Dann werde ich gleich mal rausgehen und die Pflastersteine ausheben. Oh, warte, ich bringe einen Bagger mit. Aber einen kleinen Spielzeugbagger, bitte. Nee, ich nehme den hier von der Baustelle oben bei mir. Tja. Ist raus. Ja, quasi, ne? Auch für Rogerio hier gerade. Also, wenn der hier von der 8 noch einmal nach vorne einen gewaltigen Sprung macht. Wer ist Sweet? Ja. Card 1980. Danny. Also ich muss Miss fragen. Million. Ah. Ja, jetzt fahr dein Rennen zu Ende, bevor da wieder irgendwelche Dinge auf der Straße passieren, so. Bevor du hier in den Chat schreibst. Und dann, ja, kann man sich da bestimmt. Kannst du dich in deiner D-Gruppe ja bestimmt mit den Leuten mal unterhalten. Aber auch zu dem Thema Jani muss man sagen, er muss auch erstmal diese eine Runde gleich überleben. Beziehungsweise, ja, vielleicht sogar zwei, falls das Safety Car jetzt noch zwei Runden fahren muss. Und ich glaube, so ist das Spiel auch einprogrammiert. Also ich glaube, der wird jetzt da keine Rücksicht nehmen auf Chilfil. Ja, richtig. Ja. Die Qualität vom Feinsten. Ja. Wer der Chef von der Liga ist? Du fragst, wer der Chef von dieser Liga ist? What? The one and only. Und es geht schon wieder los. Danny da vorne ist 60. Bei 60 wird geblitzt, ne? Pass auf. Und er hat... Chill hat das Spiel verlassen. Ja, der hat auch vorhin schon, glaube ich, das Spiel verlassen. Dann war er zwischendurch wieder beigetreten. Aber ich glaube, diesmal hat er ganz verlassen. Zum dritten Mal ausgegangen. Einfach so. Eieiei. Das ist ja noch schlimmer als die Internetprobleme, die du letztens hattest. Ja, das kannst du auch keinem erzählen, also. Erstmal das komplette Internet ausgefallen. Danke, Vodafone. Ja, ich sag immer wieder, aber Vodafone ist ein nicht ganz so guter Internet und Handy. Eieiei. Gelbe Flagge ignoriert. Noch eine... Uff. Eieiei. Boah, aber Stadler, gleich eine gelbe Flagge. Vorbei. Ja. Oder. Kurve. Jalin setzt sich hier schön in die Innenkurve. Weit. Da kommt jetzt auch noch der Rhino Connor von hinten an. Der, ja, nee, der ist doch ein bisschen zu weit weg. Also irgendwie habe ich hier in der D heute das Gefühl, dass viele den Safety Car Restart massiv verpennen. Oder einfach so ein Sicherheitsding draus gemacht haben. Tja, weiß ich nicht, aber. Dieser Film meint ja vorhin noch so. Dass sich dadurch manche den Flügel hinten haben, immer angeknackst haben. Weil es zu langsam war. Einfach so. Ja. Wer weiß. So, haben wir hier noch irgendwo ein richtig spannendes Duell, ja? Den dritten Platz wird sich eventuell noch gestritten. DRS werden wir. Werden wir die eine Runde jetzt DRS haben? Ja. Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee. Safety Car, nee. Zwei Runden fahren. Ja, okay. Alex Deluxe. Was macht denn Alex Deluxe? Lieber Boris? Kann man dir helfen? Oh, dieses Headset ist aber auch ein Schmutz-Headset. Das knackt immer so ganz leicht. Das macht mich kirre. Das macht mich einfach kirre. Dann kauft ihr das ein eigenes. Ja. Ja, ich habe ja jetzt so ein gutes Mikrofon. Mit Pop-Up-Schutz und sowas. Nimm die von Nosti. Ja, die Katzenohren. Ja, die Katzenohren nehme ich sowieso Alex, bald wieder zum Stream. Deluxe. Am Schachi. Mit Schachi. Wir bleiben mal vorne drauf und hoffen, dass es jetzt eventuell noch einen richtig schönen Angriff auf den Stadler gibt. Noch eine letzte Runde voll mit Adrenalin hier um den Podiumsplatz. Hoppala.
Miss Million, ja doch, auch Miss Million wird da schon noch ein bisschen nach hinten spielen. Ja, denn geh doch ins Gym. Wenn es die Stromrechnung wäre. Ja, schade. Das Ding ist durch. Der Alex wird hier noch auf die 10 gleich definitiv zurückfallen. Ja. Ja, Alex beißt sich noch an so Fresh Player ordentlich ran. Ja, aber ja, für Zeitstrafen macht es halt kaputt. Und jetzt berührt er ihn auch noch fast. Aber nur fast, das war ganz knapp. Halleluja. So, wir schalten jetzt hier mal auf Miss Million. Der hier erstmals erst über die Ziellinie kommt, aber es definitiv nicht behalten wird. Und schalten jetzt zum ersten Martin-Pilot, unser Jarlin, der hier über Start und Ziel fährt und sich P1 holt. Als Fahrer ohne Zeitstrafen, herzlichen Glückwunsch. Ryan O'Connor sichert sich hier die 3, Stadlerusch auf die 2, Miss Million auf die 4 zurück, Balou auf die 5, Rogerio. Und da war die Anzeige auch schon weg. Ich hab eine Trophäe erhalten. Ja, fürs Zugucken, ne? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Fahrer des Tages, der Alex Deluxe. Du hättest die 12 Sekunden geholt. Wann denn? Wie denn? Wo denn? Also ist klar jetzt, ohne eine Rundenbegrenzung hättest du die 12 Sekunden definitiv rausgeholt, aber ja. Und da sind wir wieder bei diesem hätte Fahrradkette ohne SC, mit SC, das ist alles rein spekulativ und überflüssig jetzt. Alright. P4 ist da eher die Realität. So. Und jetzt nochmal. Unter türkischer Flagge unser Janin 26 holt sich den ersten RRL-Sieg. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch von mir und meinem Co-Kommentator. Ja, genau. Der Stadler. Der schöne Serienleiter. Rennen. Geiles Rennen, gut zurückgebissen. Auf die 2. Ryan O'Connor, der auch lange Sperre hatte, nicht mitfahren konnte, meldet sich ja auch wieder ganz gut zurück in seinem zweiten Rennen nach der Sperre. Miss Million durch seine Strafenfreiheit. AKA Super Rambo. Nein, <Gott. lacht> heute nur auf Platz 4. Ja, dem kam das Safety Car allerdings nicht so zugute. Balou auf der 5. Rogerio, der Lieblingsschweizer dieser Liga gefühlt. Auf Platz 6 The Fresh Player. Auf der 7. Auf der 8 der Schachi. Auf der 9 Alex Deluxe. Alex 91 heute auf Platz 10. Chillfil auf der 11. Generalax TV. Dann DNF ab der 12. Eichi raus. Der Phil ist ausgeschieden im Rennen. Greg van Hunter ausgeschieden. Polizei 2000, Hellblau Schuft und Benny. Ja, die alle haben es nicht ins Ziel geschafft. Puh. Ja, ich muss mich erstmal auch daran gewöhnen, hier der Hauptstreamer zu sein in dieser doch ganz cool werdenden Serie langsam. Ja. Ich Interviews. Hoffe, es hat euch heute auch mit mir gefallen. Muss ich mal so dazu sagen, als mein erster Stream, als erstes Kommentator, Co-Kommentator. Ja, und ja, auch für euch, die jetzt noch dabei sind und zugucken, ich sehe gerade 32 Zuschauer und wieder 524 ganze Nachrichten hier reingeböllert heute. Ja, der Falk wird wahrscheinlich in Zukunft mein Stamm-Co-Kommentator werden, damit wir euch hier auf jeden Fall auch noch sicher und behutsam bis zum Ende der Saison immer zu zweit begleiten können. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand, es war ein sehr viel passierendes Rennen. Also, oh gut. Gut Action Jackson drinne. Ja, hat mir Bock gemacht. Hier wird mir schon wieder fleißig diskutiert im Chat. Genau, oder auch einfach mal zurückziehen. Ja, das klärt einfach anderweitig. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als mich bei euch zu verabschieden. Es hat Spaß gemacht. Ich muss mir jetzt erstmal ein Liter Bier in meinen Hals schütten. Ich habe ein sehr trockenen Mund. Ja, und das war's dann. Vielen Dank an mein kleines Brüderchen, den Falk.
Vielen Dank, dass du mich unterstützt hast. Vielen Dank auch für die zukünftigen Sachen. Kein Problem, hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht, war ein wildes Rennen. Und ja, auch vielen, vielen Dank an euch so. Nur mit euch lebt das Ding hier so, wie es immer lebt. Ihr habt echt schon wieder viele Nachrichten heute geschrieben. Eure Tastaturen komplett eingeschmolzen. Ja, ich hoffe, es hat allen gleich viel Spaß gemacht. Also ich hatte definitiv meinen Spaß. Und ja, wir hören uns nächsten Montag, da ich jetzt die A und C 50% auch mal fest kommentieren werde. Ja, Falk, da werde ich dich dann kommentieren. Ja. Und ja, dich ein bisschen anspornen, spornen nebenbei. Nein, so Papo, auch heute gibt es keine Interviews. Da bin ich in Planung für so ein kleines, cooles, neues Ding so. Das, ja, zimmern wir dann beim nächsten Mal ab. Und ansonsten drücke ich jetzt auf den Button, werde den Stream beenden. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haben Sie euch allen Bleibt macht stabil nichts zu und dolle. ja, macht nicht zu dolle, träumt was Schönes, ne? Und dann Träumt sehen von wir der uns beim nächsten Rookie-Prüfung. Mal. Ciao, ciao.